Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer endlich weiteren neuen Ausgabe der Open Journey. Ja, lang ist es her seit der letzten Folge. Für die Open Journey noch nicht kennen, die Open Journey ist ein Projekt, in dem ich halt verschiedene Open Source Spiele, Endspiele vorstelle, ein paar Sachen dazu sage, die ich so im Internet dazu herausfinden konnte. Mal ist es mehr, mal ist es weniger, je nach Spiel. Und ja, dann am Ende noch so eine eigene, sag ich mal, persönliche Meinung, Bewertung zu dem Spiel, was ich gut fand, was vielleicht nicht so. Und ja, eigentlich mehr so eine Art Showcase von ganz vielen verschiedenen Open-Source-Spielen. Das ist so das Ziel, dass ich am Ende so gesehen eine relativ große, umfassende Videobibliothek über verschiedene Open-Source-Spiele habe. Ja. Ja, genau, ja. Heute geht es, wie ihr schon im Titel lesen könnt und wahrscheinlich, falls ihr es kennt, auch schon in den Videos sehen könnt, heute geht es um Blob Wars, Metal Blob Solid, welches ein 2D-Jump'n'Run-Shooter ist, der so einen leichten Rambo-Touch hat und laut Wikipedia offiziell zum den Plattformer zählt. Das Spielprinzip ist relativ simpel. Du bist halt so ein bisschen, keine Ahnung, Rambo ähnlich, eine Ein-Mann-Armee, dieser kleine gelbe Block mit seinem Rambo-Bändchen drumherum, gegen außerirdische Invasoren in diesem Fall. So ein bisschen was von Duke Nukem, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ja. Also ein kleiner Block gegen ganz viele Außerirdische, die halt den seine Heimatwelt halt angegriffen haben. Und ja, Ziel des Spiels ist es halt, Geiseln und Freunde zu befreien und später halt den Anführer zu töten. Fertig. Das ist so. Das Spielprinzip, so der Plot, im Groben. Ja, technisch ist das Spiel in C++ programmiert und benutzt SDL für Eingabe, für die Eingabe von, keine Ahnung, Maustastatur, Joystick-Unterstützung, weiß ich nicht, beziehungsweise Gamepad, das habe ich nicht nachgeprüft, muss ich ganz ehrlich sagen, aber vielleicht schon. Ja, und für allerdings auch für die Grafik und für das Audio. Das heißt, ich nehme mal sehr stark an, dass das Ganze dann auf OpenGL basiert. Jo, die Engine ist entweder eine eigene, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Da konnte ich nicht direkt was zu rausfinden, also ich vermute mal, dass es entweder eine eigene Engine ist oder aber halt das Spiel von der Engine selbst jetzt nicht so wirklich zu trennen ist, sondern dass halt so beides ineinander verflochten ist. Je nachdem. Ja, entwickelt wurde das Ganze, jetzt kommen wir zu den Hintergründen, ach Quatsch, noch nicht ganz, ja, technisch immer noch, ist das Spiel verfügbar für Linux, Windows, Mac OS X und allerdings auch für Amiga, für BIOS, wovon ich bezüglich noch nie was von gehört habe, für das GP2X, es ist eine Linux Handheld Portable Game Konsole, die glaube ich nicht so durch die Decke gegangen ist, ich habe nur so am Rande was von der mitbekommen, für die PlayStation Portable, für die Xbox und für den Dreamcast. Ja, Hintergründe. Entwickelt wurde das Spiel von Parallel Studios, was ich vermute es, ich war jetzt nicht in der Lage, eindeutige Informationen darüber herauszufinden, welche wahrscheinlich ein in englisches, also großbritannisches Entwicklerstudio sind, laut der URL von ihrer Webseite parallelrealities.co.uk. Das deutet für mich doch relativ schon mal, zumindest schon mal auf eine englische Top-Level-Domain hin, also vermute ich mal, dass es auch ein englisches Entwicklerstudio ist. Sehr viele Vermutungen. Dieses Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, ist nicht so einfach, so viel darüber herauszufinden. Nur so ein kleiner Wikipedia-Artikel, der teilweise mit den Daten, die auf der Webseite stehen, nicht mehr übereinstimmbar. Dazu kommen wir später. Veröffentlicht wurde das Spiel 2005, laut der Webseite von Parallelities, laut Wikipedia allerdings in 2003. Allerdings, laut der Webseite von Parallel Realities haben sie 2003 ein anderes Spiel namens Starfighter veröffentlicht, welches das erste Spiel wohl was ist, was sie gemacht haben für die Linux-Gaming-Szene, wie sie selber sagen. Jo. Deswegen irgendwo zwischen 2013 und 2005. Ich glaube mal tatsächlich eher den Informationen auf der eigenen Webseite, also sage ich mal eher 2005, Dezember. Was das Spiel jetzt entweder 16 Jahre oder halt 14 Jahre alt macht. Och, ich kann nicht rechnen, oder? Doch, ja. Genau. Glück gehabt. Ja, der Titel ist absichtlich eine Anspielung auf das von Konami entwickelte Spiel Metal Gear Solid. Das heißt ja hier Metal Blob Solid. Und ja, das war so ein Hintergrund, die ich jetzt so grob herausfinden konnte. Ist jetzt nicht so die Masse, gebe ich zu. Bewertungen. Na, ich würde Blob Wars Metal Blob Solid so 2 Sterne geben. 1 Stern, für 1 Stern ist es dann doch noch nicht schlecht genug.
Aber für 3 Sterne ist es nicht gut genug, also nehmen wir mal so 2 Sterne. Und zwar, weil ich finde, die Idee an sich ist echt lustig und ich finde sie auch kreativ, das finde ich gut. Ich finde, das ist auch eine lustige Anspielung mit dem Metal Gear Solid, Metal Blob Solid. Die Rambo-Parallelen finde ich auch irgendwie ziemlich witzig so, weil das einfach so passt und einfach, das muss Absicht sein, wenn da so ein gelbe Kugel mit einem roten Stirnband rumrennt. Ja. Was mich halt dann wiederum halt zu meiner Bewertung nach unten drückt, ist halt, dass die Grafik aussieht wie auf dem Game Boy Color gefühlt. Für 2003 bzw. 2005. Ja, lassen wir durchgehen. Allerdings, was mich wirklich genervt hat, ist dieses Sounddesign, wo sie, wie es sich für mich angehört hat, wahrscheinlich einfach halt nur frei verfügbare Sounds benutzt haben. Klar, es ist ein Open-Source-Spiel, sie haben dementsprechend wahrscheinlich auch, weil sie es Open-Source lassen wollten und das Ganze wahrscheinlich auch lizenzkonform halten wollten, halt einfach halt Audio-Dateien und wahrscheinlich auch Texturen benutzt, die halt entsprechend Public Domain sind oder auch immer halt mit den ihrer License vereinbar sind. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, unter welcher das ist, aber ich vermute irgendwas in Richtung GPL. Ja. Bezüglich Sounddesign hat mich auch noch gestört, dass halt absolut keine Musik dort ist. Ich habe nochmal extra nachgeschaut, ob ich irgendwelche Data-Packages vielleicht nicht installiert habe. Ich war nicht in der Lage, welche zu finden. Also gehe ich davon aus, dass es wahrscheinlich keine gibt. Es ist einfach nur das Space-Game ohne Musik und Soundeffekte. Die Handlung an sich ist halt ziemlich platt, aber darüber kann man streiten. Da gibt es Spiele, die haben dann auch plattere Handlungen, also aber ist halt auch so, wo ich sagen würde, so, ja. Und noch so ein Punkt, der mich so mit am meisten genervt hat, ist so ein bisschen die, sagen wir mal, unsaubere Steuerung. Es ist so, man rennt auf so einen Abgrund zu und will springen und dann ist dieser Toleranzbereich, bis du den springen kannst, schon vorbei und du fällst einfach runter wie so ein Stein. Fallschaden gibt es keinen, aber es ist halt trotzdem doof, wenn du halt einfach so links, rechts irgendwo hochspringen musst und dann einfach an der Kante nicht springen kannst. Aber wenn du zu früh springst, stößt du den Kopf irgendwo an. Doof. Deswegen alles im Allen so 2 Sterne. Womit wir auch schon fertig sind mit dieser Folge. Oh, ich habe es sogar tatsächlich geschafft, 7 Minuten über Blob Wars zu reden. Ich hätte es fast nicht für möglich gehalten, aber ja. An sich wirklich, muss ich sagen, ein interessantes Spiel. Für zwischendurch, wenn man mal wirklich ziemlich viel Langeweile hat, durchaus kann man mal machen. Ich glaube so, der Kassenschlager, ist das Open Source, wird sowieso kein Kassenschlager, aber so wirklich der Kassenschlager wird es jetzt nicht. Ja, genau. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem restlichen Gameplay. Auf Wiedersehen und tschüss. Thank you.